Die meisten von Ihnen haben den Urlaub bereits hinter sich und sehr viele Fotos und natürlich auch Videos gemacht. Und jetzt, nach dem Urlaub, stellt sich die Frage, wo kann man die Fotos und Videos abspeichern? Genau aus dem Grund ist Daniel Rothmund neben mir. Sie ist Trendscout von Electronic Partner. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Andi. Ja, heutzutage reicht es ja nicht mehr, die Fotos einfach in einem Album zu packen. Man möchte sie ja seinen Freunden, seiner Familie sozusagen mitteilen und teilhaben lassen. Und so stellt man die Fotos ganz gerne auch ins Internet zum Beispiel. Tja, aber so wie ich dich kenne, Dani, hast du mit Sicherheit das passende Gerät dafür. Ja, also ich habe dir einen wahren Künstler mitgebracht, nämlich diese Multi-Wireless-Kamera von Samsung, die ST1000. Und mit der stehen dir wirklich alle Anschlussmöglichkeiten offen. Was zum Beispiel? Ja, also du kannst die Kamera jetzt via Bluetooth zum Beispiel sogar mit deinem Handy, deinem PC oder sogar deinem MP3-Player verbinden. Das heißt, mit der Kamera kann ich kabellos alle Bilder überall hinschicken, wo ich möchte. Ja, ganz genau. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, via WLAN die Bilder ins Internet direkt zu stellen und kannst sie sogar via Mail verschicken. Also da ist auf der Kamera ein kleines Mail-Programm und da kannst du die Bilder verschicken, kannst sie aber auch auf Facebook oder einfach halt ins Internet auf dein persönliches Album stellen. Du, aber für einen Multimedia-Künstler braucht es ja noch ein bisschen mehr, oder? Ja, die Kamera kann auch noch wirklich mehr. Du hast zum Beispiel hier einen HDMI-Anschluss. So kannst du die Kamera direkt mit deinem Flachbildfernseher verbinden und kannst die Videos, die du in HD aufgenommen hast, in bester Qualität genießen. Sag, Dani, da steht ganz dick und fett GPS drauf. Ist das auch ein Navigationssystem? Ja, das GPS ist dafür da, dass es einfach die Orte speichert, an denen du die Fotos oder Videos gemacht hast. Das Ganze nennt sich Geotagging. Ja, aber auch stylingtechnisch kann die Kamera richtig mithalten. Ja, also das ist so eine gebürstete Metalloberfläche, die recht robust ist und die Kamera ist in 5 Farben erhältlich. Und wie viel Pixel hat die Kamera? 12 Megapixel und ein 3,5 Zoll Touchscreen-Display. Dani, du hast eigentlich alles dabei, was man braucht. Das heißt, der perfekte Begleiter für den nächsten Urlaub. Ja, würde ich so sagen. Dieser Tipp wurde Ihnen präsentiert von Electronic Partner.